Im Rahmen des Präventionstages in den Schweriner Höfen fand am Donnerstag die erste Verleihung des Sisyphus-Preises statt. Der Preis für den besten Text zum Thema Gerechtigkeit wurde von der Schweriner Initiative Sisyphus gegründet. Ausgeschrieben war der Sisyphus-Preis seit Januar diesen Jahres. Im Sommer wurden die 11 Einsendungen ausgewertet. Zugelassen waren Aufsätze, Prosastücke, Geschichten und Gedichte über Gerechtigkeit. Den ersten Preis in der Alterskategorie von 17 bis 23 Jahren gewann Fatima Admani. Ich denke, dass Gerechtigkeit uns alle umgibt, dass Gerechtigkeit sich aus vielen Dingen zusammensetzt, beispielsweise, dass man integriert, dass man Empathie hat, dass man Mitgefühl für andere zeigt und nicht wegschaut. Das ist für mich unter anderem auch Gerechtigkeit. Mit dem Preis will der Sisyphus-Verein die Jugendlichen für soziale Themen und Zivilcourage sensibilisieren.